Beide flogen sie zusammen in die Richtung gen Mittag, was mich dermaßen erzürnte und betrübte, dass ich aus Unbedacht dem frechen Raben nacheilte und so, wider meinen Willen, fast eine Ackerlänge weit auf einem der beschriebenen Wege entlang lief, den Raben vertrieb und die Taube erlöste. Da erst merkte ich, dass ich unbesonnen gehandelt hatte und bereits auf einen Weg geraten war, von dem ich, unter Gefahr großer Strafe, nicht mehr abweichen durfte. Und obwohl ich mich noch einigermaßen hätte trösten können, bedauerte ich am meisten, dass ich mein Säckchen mit Brot beim Baum gelassen hatte und es nicht mehr holen konnte. Denn sobald ich mich umkehrte, wehte mir ein so starker Wind entgegen, dass er mich beinahe umwarf. Ging ich jedoch auf dem Weg weiter, so merkte ich absolut nichts. Daraus konnte ich leicht schließen, dass es mich das Leben kosten würde, wenn ich mich gegen den Wind kehren wollte. Deshalb nahm ich mein Kreuz geduldig auf mich, begab mich auf den Weg und beschloss, da es doch so sein musste, alles zu tun, um noch vor der Nacht anzukommen.